Willkommen hier in der Leichtathletikhalle in Erfurt. Wir sind hier bei Gemeinsam Bewegen. Mein Name ist Laura. Das ist einer unserer Sportler, Benedikt. Wir machen heute ein bisschen was mit Seil, ganz verschieden. Ein bisschen Springen, aber auch Koordination. Schaut einfach, was auf euch zukommt und ich wünsche euch viel Spaß. Zur Erwärmung erstmal normales Seilspringen, ganz normal durchlaufen. Das heißt, ein Schritt pro Durchschlag. Können wir nochmal neu anfangen? Nein, mach weiter, das passiert allen, kein Problem. Jetzt erhöht ihr das Tempo mal ein bisschen. Gut, kurze Pause. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ihr ein Lieblingsbein habt. Bei Benedikt war es jetzt, soweit ich richtig gesehen habe, das linke. Das heißt, er geht immer mit dem linken Fuß zuerst rein. Ihr versucht jetzt mal, den Schritt mit dem rechten Fuß zuerst zu machen. Ja, ihr merkt, man muss sich konzentrieren, ist nicht ohne. Ist kein Problem, spielt es euch kurz im Kopf vor. Und dann... So viel zum Thema. Ach du Scheiße. Jawohl, wenn man es einmal raus hat, dann läuft der Rhythmus auch. Nur der Anfang ist schwer, ist aber kein Problem. Soll ja auch eine kleine Herausforderung hier sein. Gut, Dankeschön. Das nächste ist eine weitere Beschleunigung. Und zwar lauft ihr auch wieder durch das Seil durch, jetzt aber nicht mit einem Schritt dazwischen, sondern nur mit einem Fußaufsatz. Das heißt, ihr müsst viel schneller schlagen, dass ihr sozusagen einmal schlagt, Fuß aufsetzt, wieder schlagt. Nächster Fußaufsatz. Welches Bein da vorne ist, ist euch überlassen. Ist schwer genug, nehmt euer Lieblingsbein. Los geht's! Gut, sehr schön. Ihr habt gesehen, da muss man wirklich ordentlich schnell durchschlagen, die Knie schön hochnehmen. Dann klappt es eigentlich ganz gut. So, das erstmal zum Laufen. Jetzt kommen ein paar kleine Sprünge, nur aus dem Fußgelenk. Das heißt, die Beine sind relativ gestreckt. Es wird nicht eingebeugt, sondern ihr bleibt gestreckt und nur der Fuß arbeitet. Ihr nehmt kleine Fußgelenksprünge mit einem Zwischensprung. Also zwei Sprünge, ein Durchschlag. Los geht's. Genau, schön locker die Arme schwingen. Muss auch gar nicht hoch gesprungen sein. Dankeschön. Jetzt probiert ihr das Ganze mal rückwärts. Ihr springt also wieder zweimal, versucht aber mal rückwärts zu schlagen. Mal sehen, wie das klappt. Ist auch anspruchsvoll. Konzentriert euch, dann klappt's. Ja, das ist wieder erstmal reinkommen. Und wenn man einmal drin ist, dann wird das schon. Ihr seht. Jawohl. Sehr gut. Gut, sehr schön. Gut, kurze Pause. Bei den kleinen Sprüngen kommt man sehr schnell außer Atem. Erst recht, wenn die Arme da noch mit zu tun haben. Der Bauch ist auch die ganze Zeit fest. Also es ist eine Ganzkörpererwärmung, die ihr hier gerade durchgeführt habt. Ein klein bisschen geht es noch weiter. Jetzt versuchen wir das Ganze mal einbeinig. Ihr macht einbeinige Sprünge erstmal mit links. Direkter Wechsel. Gut, sehr schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Benedikt scheint schon ein bisschen kaputt zu sein. Vielleicht ist bei euch auch so, dann habt ihr alles richtig gemacht. Deswegen dehnen wir uns kurz und dann müssen wir ein bisschen was umbauen. Schauen wir mal, ob ihr dafür alles zu Hause parat habt. Ihr nehmt das Seil in die Hand, macht es doppelt. Nehmt es mit gestreckten Armen über den Kopf. Beugt auch die Beine ein bisschen so auseinander im rechten Winkel und geht langsam nach vorne. Das Seil bleibt gespannt. Bleibt gespannt, das Seil. Hier schön festmachen, dass hier nichts durchhängt. Sehr gut, einfach halten. Dann zieht es hier ein bisschen in den Schultern, wenn ihr schön aufrecht seid. Genau.
Sehr gut. Dann geht er noch ein bisschen tiefer, dass das Seil den Boden berührt. Also schön nach unten beugen. Genau, die Füße zu den Zehenspitzen. Und einfach halten. Jetzt das Seil wieder auf Spannung bringen und ganz langsam aufrichten. Schön nach oben kommen, gestreckte Arme, bis er wieder aufrecht steht. Ihr bleibt in der Position und beugt euch jetzt einfach mal seitlich nach rechts, so weit wie es geht. Und auch hier, wenn es in der weitesten Position ist, einfach halten, dass es in der äußeren Hüfte zieht, in diesem Fall hier. Langsam wieder aufrichten und zur anderen Seite beugen. Gut, zum Schluss dehnen wir noch ein bisschen die Waden. Dafür macht ihr das Seil einfach wieder auf, spannt es unter euren Fuß und klemmt es sozusagen so ein bisschen ein. Ein Fuß und im Benediktsfall der linke wird ein bisschen nach vorne gestellt und ihr zieht euch jetzt möglichst nach unten, dass der Oberkörper sich abbeugt. Versucht mit der Nasenspitze so nah wie möglich ans Knie zu kommen. Ihr zieht euch richtig ran. Nutzt das Seil als Hilfe. Das dürft ihr jetzt schön in der gestreckten Wade ziehen. Sonst wenn nicht, dann gehst du in meine Richtung. Auch hier ein Beinwechsel, dass ihr die andere Wade genauso schön dehnt. Wieder schön einspannen. Bein strecken, in dem Fall das rechte, und die Nasenspitze möglichst nah an das Knie. Gut, dann war es das mit der Erwärmung. Dann bauen wir jetzt schon mal was auf. Ihr seht, ihr braucht jetzt zwei Stühle, die Höhe ist eigentlich egal, und ein oder zwei Springseile. Wenn das Seil kurz ist, nutzt zwei, dass ihr das hier aneinander binden könnt, dass die Stühle nicht zu nah aneinander stehen. Ansonsten könnt ihr einfach auch die Höhe des Seils für euch variieren. Ihr könnt es tiefer anbringen, das Seil, oder höher, je nachdem, wie groß ihr seid und wie gut ihr meint, dass ihr das durchführen könnt. Wir werden die Übung erstmals ohne dieses Seil durchführen, nur auf der Stelle und danach nach hinten wechseln, um die ganzen Übungen auch mit diesem erhöhten Seil zu machen. Wir fangen an, erstmal, dass die Knie beide gebeugt sind, rechts genauso wie links. Wir nehmen zur, um das besser sichtbar zu machen, einfach nochmal ein Seil, braucht ihr aber nicht unbedingt. Und Benedikt geht seitlich zum Seil, ihr genauso. Bewegt euch jetzt immer seitlich, einmal über das Seil und wieder zurück. Als erstes die Arme in die Hüften und mit angewinkelten Beinen geht ihr einfach im Rhythmus über das Seil und wieder zurück. Zieht die Fußspitzen schön an, Knie schön hoch und schön gerade stehen. Das ist die erste Übung. Die nächste ist jetzt mit einem Zwischenschritt. Das heißt, ihr geht hier drüber und setzt den Fuß, den ihr jetzt oben in der Luft gehalten habt, tippt ihr kurz an und führt ihn dann wieder zurück. Also der, der oben ist, tippt an und führt wieder in die Richtung, wo es gehen soll. Los geht's. Macht euch schön groß. Handtücher, die ihr aneinander legt oder einfach nur eine gedachte Linie, versucht ihr jetzt mit derselben Bewegung euch leicht vorzubewegen. Also auch seitlich, aber ihr rutscht immer ein bisschen näher, bis ihr am Ende eurer Linie angekommen seid. Genau, müssen keine großen Bewegungen sein, lasst euch Zeit, dass ihr euch einfach entlang des Seils nach vorne bewegt.
und wieder zurück. Sehr gut. Versucht mal, das Ganze tatsächlich rückwärts zu machen. Die Bewegung ist dieselbe, eine ganz kleine aus dem Fußgelenk. Sehr schön. Wenn ihr am Ende angekommen seid, dürft ihr erstmal kurz verschnaufen und ich sage schon mal, wie es weitergeht. Und zwar gibt es dieselben Übungen jetzt auch noch mit gestreckten Beinen. Bisher war es angewinkelt, jetzt wird das Bein gestreckt. Je nachdem, wie gelenkig ihr seid, ist der Fuß weniger hoch oder so hoch, wie ihr es nun mal kriegt. Genau, das wird jetzt... Hände bleiben weiter an der Hüfte. Ganz genau, also das Ganze jetzt mit gestrecktem Bein. Jawohl, sehr schön. Erstmal wieder auf der Stelle, ohne sich nach vorne oder zurück zu bewegen, nur von rechts nach links. Genau, ihr merkt schon, man hört auch schön den Fußaufsatz auf dem Boden. Also schön in den Boden rein stampfen. Sehr gut. Wenn ihr das gemacht habt, dann arbeitet ruhig gleich weiter nach vorne. Also ihr könnt gern ohne Pause direkt die Übung langsam in die Vorwärtsbewegung bringen. Und auch wieder rückwärts. Erschweren, indem wir das Seil also einfach eine Etage höher fahren. Wollen wir das ein bisschen vorziehen? So, als erstes bleiben wir relativ mittig. Wir bewegen uns jetzt nicht allzu sehr zwischen den Stühlen hinterher, damit, falls man hängen bleibt und einfach eine Lehne kippelt, es euch nicht trifft. Also alles ist soweit sicher. Ihr bewegt euch hier nur in diesem mittleren Radius. Jetzt verändern wir mal die Armposition. Und zwar nehmen wir die Arme gestreckt nach oben. Die Handflächen schauen zueinander. Also sie sind nicht irgendwie verdreht. Handflächen schauen zueinander. Wieder mit gebeugten Beinen. Wieder einfach drüber in der Mitte bleiben. Genau, ihr seht, auch hier wird erstmal nur der Fuß oben gehalten. Also nur so eine halbe Bewegung im Vergleich zu denen, die gleich kommen werden. Das ist also ein guter Einstieg, damit ihr erstmal mitbekommt, wie hoch ist das Seil eigentlich, wie hoch muss ich denn mein Bein bringen. Gut, wenn das soweit klappt, dann könnt ihr direkt wechseln zu der Übung, dass ihr auch runtersetzt und wieder zurück. Rutsch ein bisschen mehr in die Mitte. Jawohl. Denkt dran, schön die Arme lang lassen, bringt sie auf Spannung bis in die Fingerspitzen. Sehr schön. Gut, danke schön. Jetzt bringen wir mal noch was Neues. Benedikt ist sehr groß und das Seil ist relativ niedrig, vielleicht klappt es trotzdem. Wir machen es so, Benedikt macht diese Bewegung seitlich in diese Richtung und macht sich klein und geht unten durch. Und geht wieder drüber und macht sich klein und geht unten durch. Jawohl, geht richtig schön in die Hocke. Bei der Überquerung denkt an die Arme, Arme wieder hochnehmen. Sehr schön. Wenn wir noch einmal hier rüberkommen, dann hast du kurz Pause, dass wir dann gleich mal die Richtung wechseln, weil jetzt seid ihr ja immer nur über diese Seite gegangen. Das Ganze müssen wir jetzt auch wieder zurück machen. Genau, also entweder ihr geht auf die andere Seite und beginnt von hier oder ihr dreht euch einfach mal, dass ihr auch mal die andere Seite eures Zimmers anschauen könnt. Letzte Wiederholung. Gut, sehr schön, ganz schön anstrengend. Kurzes Päuschen tut allen, denke ich, gut. Das macht er sehr gut bis hierhin. Jetzt mal was ganz anderes. Ich denke, alle Stühle stehen noch. Bei uns sieht es soweit gut aus. Genau, dann machen wir mal als kleines Päuschen eine Dehnungsübung, eine Beweglichkeitsübung, die hier mit dazu passt. Setz dich mal in den Hürdensitz, bitte. Das heißt, ein Bein ist gestreckt und das andere ist im rechten Winkel nach hinten gebeugt, sozusagen. Und jetzt versucht ihr,
der linke Arm ist schon richtig, der rechte geht sozusagen zwischen die Beine. Ne, hier dazwischen. Und ihr drückt euch mal nach oben. Genau, einfach nur kurz halten, dann wieder absenken. Das macht ihr dreimal. Einfach nur kurz hochdrücken, mit Hilfe eurer Arme, dann wieder absenken. Gut, das ist so eine Vorbereitungsübung und zwar auf einen Wechsel der Beine. Ihr drückt euch jetzt noch höher als gerade eben schon und dreht euch dann, sodass das andere Bein jetzt das gestreckt ist. Weißt du, was ich meine? Drück, drück, drück. Und jetzt dreh den Blick, nee, andersrum, hier rumschauen. Ja, und dann seht ihr, wenn man sich in die richtige Richtung dreht, dass das Bein jetzt ein anderes ist. Wir machen das nochmal, rutsch mal kurz ein bisschen zu mir rum. Ihr drückt euch nach oben und zack, ist das andere Bein vorne. Das auch dreimal. Sehr gut. Und die letzte Wiederholung. So, bei wem das jetzt nicht ganz so gut geklappt hat, das ist überhaupt nicht wild. Es gibt nämlich noch, bleib noch mal kurz unten bitte. Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, wie man die Seite wechseln kann, ohne dass man sich hochdrückt. Geh noch mal in den Hürdensitz. Ihr rollt euch jetzt über den Bauch. In dem Fall ganz genau über das gestreckte Bein rollt ihr über den Bauch. Mach noch mal langsam bitte. Und das Bein, was bisher gestreckt war, wird jetzt angewinkelt hinter euch durchgezogen, bis ihr wieder sitzt. Das ruhig noch zweimal. Einmal, jawohl. Und noch einmal zurück. Gut, sehr schön. Das sind so zwei Möglichkeiten, wie man den sogenannten Hürdenschritt einfach schnell wechseln kann, ohne dass man jetzt aufstehen muss oder andere Bewegungen vollziehen muss. Dann gehen wir noch ein letztes Mal hier dran, brauchen nochmal zwei Stühle und nochmal Seile, dass wir hier ein Kreuz, ein Plus, X, wie auch immer ihr es nennen wollt, bilden können. Wer das jetzt nicht zur Verfügung hat, so viele Stühle und Seile, ist nicht so wild. Ihr könnt das auch abwandeln, nochmal mit jeweils nur zwei Stühlen und einem Seil, ist halb so wild. Aber einfach, um nochmal neue Sachen reinzubringen und ein bisschen die Richtung zu ändern, in die ihr arbeitet, haben wir jetzt hier so ein Kreuz aufgebaut. Wo ihr anfangt, ist auch relativ egal. Aber wir sagen jetzt, wir fangen alle links hinten an in unserem Kreuz. Benedikt legt los, er geht erstmal nur. Es wird nicht so schnell sein wie vorhin, sondern wirklich erstmal im lockeren Gehtempo drüber steigen, dann seitlich, dann rückwärts steigen und dann wieder seitlich. Also wirklich nur drüber gehen. Los geht's. Versucht darauf zu achten, dass die Füße, die Fußspitzen immer angezogen sind, sonst bleibt er in den Seilen hängen. Also die Fußspitzen anziehen. Dann klappt das ganz gut. Dann das Ganze mal in die andere Richtung. Jawohl. Gerade das Rückwärtsgehen ist am Anfang merkwürdig, wenn man nicht sieht, wo man hinsteigt. Klappt aber ganz gut, weil ihr ja wisst, hier passiert nicht wirklich viel. Das Ganze probiert ihr jetzt ein bisschen schneller. Genau, immer mit so ein bisschen Hopsern in der Hüfte. Das sind wie so kleine Sprünge, die ihr nach vorne hopst, zur Seite und zurück. Nach zwei Runden wechselt ihr mal die Richtung. Seht ihr, es passiert also gar nichts. Haben wir gleich das perfekte Beispiel, dass alles gut klappt. Aber eine Runde fehlt noch. Jawohl. Sehr gut, man sieht, man kann sich auch in dem Kreuz ein bisschen verlaufen, kurz die Orientierung verlieren, aber das ist halb so wild. So, dann machen wir nur noch eine letzte Übung in die verschiedenen Richtungen. Du gehst vorwärts drüber, seitlich gehst du immer runter und rückwärts gehst du auch drüber. Also vorwärts, drunter, rückwärts, drunter. Schön, denkt wieder an die Fußspitzen, dass er nicht hängen bleibt. Orientiert euch, wo ihr euch befindet, wann muss ich denn jetzt nochmal welche Bewegung machen. Nach zwei Runden wieder Richtungswechsel. Und
und dann habt das gleich geschafft. So, jetzt einmal Richtungswechsel, jawohl. Also nichts Schnelles mehr, es ist jetzt schon ein bisschen das Runterkommen, das Cool Down, wo aber nochmal euer gesamter Körper arbeitet. Gut, ich bedanke mich bei dir, Benedikt, bei unseren schönen Stühlen, bei den Seilen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt nicht zu viel umgeräumt in eurer Wohnung. Und viel Vergnügen bei den anderen Trainingseinheiten. Tschüss!